Wir sehen uns auch. Reitschuster.de. Im Deutschen Bundestag Ketzerei, ganz böse Fragen. Ein Datenketzer, der Herr Lausen, den ich auch hier hatte, im Gesundheitsausschuss mit ketzerischen Angaben und die Kassenärztliche Vereinigung, die ins Schwimmen geraten ist und sich selbst widerspricht, weil sie zuerst den Eindruck erweckt, dass man die ganzen Daten zu den Nebenwirkungen schon dem Bundestag gegeben habe. Aber auf Nachfrage müssen sie dann zugeben, dass das doch nicht so ist. Ja, es geht noch weiter, dann kommt auch noch der Krankenkassenverband zu Wort und da kommt heraus, dass die Zahlen, also die Belegung, die Patientenzahlen immer weiter gesunken sind und das, wo man jetzt die Maßnahmen wieder beginnen will, mit der offiziellen Begründung wegen der drohenden Überlastung. Ich zeige es Ihnen gleich, nur noch eine Bemerkung vorher, auch ganz bemerkenswert, dass die Vorsitzende und das Sekretariat beide mit FFP2-Maske da sitzen, was dazu führt, dass man nicht sieht, wer spricht. Und auch der Kameramann des Bundestages war offenbar irritiert, weil er zuerst auf die Dame aus dem Sekretariat den Fokus ausrichtete und man dann meint, die redet, aber es ist die grüne Abgeordnete daneben. Für mich sehr interessant, sehr vielsagend, diese achtminütige knapp Aufzeichnung aus dem Gesundheitsausschuss des Bundestages und schade, dass da offenbar nur von einer Seite gelöchert wird und dass andere Oppositionsparteien da offenbar sehr viel zurückhaltender sind. Schauen Sie es an, voilà. Herr Lausen, was können Sie uns denn sagen zu den Herz-Kreislauf-Problemen in Bezug auf Impfnebenwirkungen? Herr Lausen, bitte. Ja, guten Tag, vielen Dank für die Frage. Tom Lausen, Datenanalyst aus Gründeich, heute im Schwarzwald. Ich kann mich der KBV leider nicht anschließen. Ich habe weitergeforscht und habe die Nebenwirkungen angefordert von der AOK Sachsen-Anhalt und der IKK Südwest. Ich nenne Ihnen mal Zahlen der IKK Südwest zu den I-Diagnosen, wo einige Herz- und Kreislauferkrankungen mit enthalten sind. Wir haben uns angesehen, was die Nebenwirkungspatienten, die heute also mit Covid-19-Impfstoffen Nebenwirkungen gehabt haben, was die in der Vergangenheit für Arztbesuche hatten und was für I-Diagnosen die hatten. Ich gebe Ihnen mal von der IKK Südwest Daten. In 2019 gab es 850 I-Diagnosen. Das ist eine sehr kleine Krankenkasse mit 637.000 Versicherten. 2020 hatten wir bei denjenigen, die Impfnebenwirkungen hatten, 991 I-Diagnosen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In 2021, leider nur bis zum dritten Quartal, haben wir 14.331 I-Diagnosen. Das entspricht tatsächlich einer sehr starken Steigerung von etwa 16- bis 20-fach. Danke und noch eine Frage von Herrn Sichert, bitte. Ja, kurze Rückfrage an Herrn Lausen. Sie haben von über 600.000 Versicherten gesprochen. Wie viele davon hatten denn Impfnebenwirkungen? Also auf wie viele bezieht sich diese Zahl von den 14.331? Herr Lausen, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Frage. Mein Name ist Tom Lausen, Datenanalyst aus Gründeich. Wir haben in 2021 bis zum dritten Quartal 29.322 Fälle mit Arztbesuchen mit Impfnebenwirkungskodierung bei den 637.000 Versicherten. Also es ist nicht das volle Jahr 2021. Da wären sicherlich noch mal im letzten Quartal 10.000 bis 15.000 dazugekommen. Danke. Und Herr Sichert, bitte weiter. Ja, Frage. 14.000 Fälle bei 29.000 Patienten. An wen denn? Das geht auch wieder an den Herrn Dr. Hofmeister. 14.000 Fälle von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei 29.000 mit Impfnebenwirkungen. Das sind über 40%. Wenn man das auf die 2,5 Millionen hochrechnen würde, wären das über 1 Million Patienten mit I-Diagnosen bundesweit bei den 2,5 Millionen Fällen mit Impfnebenwirkungen, die wir kennen. Diese Stichprobe von dieser Krankenkasse ist ja durchaus so groß mit über 600.000 Versicherten, dass man sie als repräsentativ hernehmen kann. Wir müssen also tatsächlich sehen, dass wir zeitnah die Daten dieser Diagnosecodes kommen. Frage, Sie haben uns ja bereits die Diagnosecodes, dass es Impfnebenwirkungen gegeben hat, zur Verfügung gestellt. Die gesamten Diagnosecodes müssen die kassenärztlichen Vereinigungen haben. Können Sie uns als kassenärztliche Bundesvereinigung auch die Daten zur Verfügung stellen, was bei diesen 2,5 Millionen Patienten genau diagnostiziert worden ist? Danke, Herr Sichert. Die
Fragezeit ist jetzt genau auf die Sekunde um. Möchten Sie die Antwort jetzt noch haben zu Lasten der zweiten Runde? Dann machen wir das so. Herr Dr. Hofmeister, bitte. Ja, Stefan Hofmeister, Kassenärztliche Bundesvereinigung. Ich möchte noch mal ausdrücklich betonen, dass wir diese hier eben geäußerte Interpretation unserer Daten keinesfalls nachvollziehen können. Das ZI hat dazu auch kommuniziert und veröffentlicht. Die Daten, die Abrechnungsdaten, die vorliegen, enthalten ICD-Kodierungen. Sie lassen sich aus dieser kleinen Probe weder hochrechnen noch interpolieren. Und wir können im Detail nicht sagen, was der einzelne Arzt in seiner Dokumentation vorliegen hatte an genauer klinischer Diagnostik. Dazu haben wir keine Daten. Das sind die Daten, die in den Arztpraxen bei Ärztinnen und Ärzten vorhanden sind. Wir haben lediglich die ICD-Codes und den Code I, den Sie hier zitieren. Das ist ein ganz allgemeiner Code, der keinesfalls eine Aussage darüber macht, ob der Patient schwer betroffen ist. Darunter können auch ganz leichte Unwohlsein, kleine Hypotonien und ähnliche Dinge fallen, die im Herz-Kreislauf-System anfallen. Das heißt also, wir können diese von Ihnen geforderte Detailansicht dessen, was im Einzelnen beim Patient genau war, als KBV nicht liefern. Vielen Dank. Ja, nochmal Frage an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Sie haben also die Daten zu den Diagnosecodes der 2,5 Millionen Patienten mit Impfnebenwirkungen vorliegen. Warum wollen Sie sie dem Bundestag nicht zur Verfügung stellen? Wenn es sich, wie Sie behaupten, vornehmlich um kleine Dinge handelt, dann könnten Sie so doch einen wichtigen Beitrag zur Beruhigung der Bevölkerung leisten. Herr Dr. Hofmeister, bitte. Ja, Stefan Hofmeister, Kassenärztliche Bundesvereinigung. Da müssen Sie mich missverstanden haben. Die Daten, die wir haben, die Abrechnungsdaten, die vorliegen, die werden wir und haben wir auch natürlich veröffentlicht und stellen die selbstverständlich auch dem Bundestag zur Verfügung. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel daran, soweit sie uns vorliegen und so wie sie abgerechnet sind. Und insofern kann ich ganz klar sagen, die Daten liegen vor und sie werden auch wissenschaftlich angeschaut. Vielen Dank. Danke sehr, Herr Dr. Hofmeister. Herr Sichert. Dann kurze Nachfrage. Dem Bundestag liegen diese Daten zu diesen Diagnosecodes bei diesen 2,5 Millionen Patienten mit Impfnebenwirkungen momentan noch nicht vor. Könnten Sie uns die zusenden und wenn ja, bis wann? Herr Dr. Hofmeister. Ihnen hier jetzt nicht sagen, bis wann die Daten verfügbar sind. Das hängt davon ab, wann die Abrechnungen in den einzelnen KVen stattgefunden haben, was immer einige Monate nach Quartalsende ist. Insofern kommen die ratierlich Quartal für Quartal hier rein. Von den kassenärztlichen Vereinigungen, die diese Daten ja erheben, werden die an die Kassenärztliche Bundesvereinigung weitergegeben. Und in dem Zuge können wir die auch veröffentlichen. Vielen Dank, Herr Dr. Hofmeister. Herr Sichert. Ja, nochmal kurze Nachfrage. Das heißt, diese Daten liegen ja vor, weil die 2,5 Millionen konnte uns die Kassenärztliche Bundesvereinigung ja auch vorlegen, weil sich da um Daten ja von 2021 handelt. Das heißt, die Daten zu diesen 2,5 Millionen Patienten von 2021 können Sie uns zeitnah zur Verfügung stellen. Insofern die Abrechnungsdaten. Herr Dr. Hofmeister, sagen Sie noch mal kurz, wer Sie sind. Ja. Stefan Hofmeister, Kassenärztliche Bundesvereinigung. Sobald die Daten hier verfügbar sind, können wir Ihnen die selbstverständlich zur Verfügung stellen. So, das ist geklärt. Und jetzt bitte weiter. Ja, nächste Frage geht an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Können Sie mir sagen, wie sich die Zahl der Krankenhausfälle in den Jahren 2020, 2021, 2022 gegenüber der Zeit vor Corona entwickelt hat? Sind es mehr oder weniger Fälle in den Krankenhäusern geworden? Frau Professor Neumeier, bitte. Henriette Neumeier, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wie verschiedentlichen Veröffentlichungen zu entnehmen ist, sind die Fallzahlen insgesamt rückläufig. Wir blicken auf eine Entwicklung, die eingesetzt hat in der ersten Pandemiephase, in der auch sehr bewusst Behandlungen zurückgestellt worden sind, um eine gewisse Reserve zu schaffen für die Versorgung von Covid-19-Erkrankten. In einigen Gebieten Deutschlands gab es damit ja auch eine gewisse Überlastung des Gesundheitssystems. Im Moment sind die Prognoseszenarien für die nächsten Jahre eigentlich aus unserer Sicht interessant. Da geht man von Basisszenarien mit einem weiteren Anhalten der geringen Fallzahlen an, bis hin zu einer gewissen Erholungstendenz. Insgesamt schließe ich mich aber dort ganz klar den Reha-Kliniken an, dass wir dort im Moment noch ein deutliches Fallzahldefizit sehen. Danke sehr. Frau Professor Neumeier, 60 Sekunden, Herr Sichert. Ja, nochmal an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Es werden ja immer wieder die Langzeitfolgen der Corona-Infektion deutlich in den Vordergrund gestellt. Können Sie mir sagen, bei wie vielen Patienten in den Krankenhäusern konkret in den letzten 1,5 Jahren Post-Covid, also der Diagnosecode U09.9, festgestellt wurde? Frau Professor Neumeier.
Henriette Neumeier, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Das kann ich Ihnen ad hoc nicht sagen. Das ist etwas, was wir nochmal recherchieren müssten und gerne nachliefern können. Insgesamt ist es so, dass wir natürlich auch nur einen Teil der Nachwirkungen erfassen würden. Da möchte ich mich ganz gerne nochmal Claudia Ellert von der Long-Covid-Gesellschaft Deutschland anschließen, dass dieses Geschehen natürlich nicht nur im stationären Bereich eine Relevanz hat, sondern auch im ambulanten Bereich, auch gerade noch im Bereich der Rehabilitation. Also ich denke, da haben wir eher ein Erfassungsdefizit und könnten das aus dem stationären Bereich heraus nicht komplett abbilden. Ja, ich meine, das braucht man eigentlich nicht mehr kommentieren. Gerade die Kassenärztliche Vereinigung, es wird einfach zurückgewiesen. Ja, das ist nicht repräsentativ. Ja, begründet das doch. Und auch mit den Kennziffern, ob das schwere sind oder schwache, die haben ja nicht behauptet, niemand, dass es schwere sind. Aber es sind welche. Und die Art und Weise, wie das weggeredet wird, die finde ich faszinierend. Auch ein bisschen kindergartenmäßig, dass bei jeder Antwort jeder immer sagen muss, wer er ist. Also mein Kurzzeitgedächtnis ist noch so gut, dass ich mich erinnern kann. Erwartet man das heute von Abgeordneten gar nicht mehr. Fragen über Fragen. Danke fürs Reinschauen. Abonnieren. Wenn ihr wollt, dass die Algorithmen hier in Schwung kommen, dass das Video viele Menschen sehen, liken, Kommentar. Vielen Dank, alles Gute, ciao. Reitschuster.de